Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde der Macht, zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht's weiter mit Lego Star Wars, die komplette Saga. Wir haben aktuell im Spiel 11% erreicht. Wir wollen allerdings, wie wir schon mal erfahren haben, 100% erreichen. Wir haben zuletzt Episode 2, Angriff der Klonkrieger, beendet und werden heute mit Die Rache der Sith, also der Episode 3, beginnen. Jar Jar muss noch schnell getötet werden. So. Und wir spielen Kapitel 1, Schlacht über Coruscant in der Story. Episode 3, Die Rache der Sith. Kapitel 1, Schlacht über Coruscant. Während die Truppen der Republik verzweifelt gegen die Armee der Separatisten unter der Führung von Count Dooku und General Grievous kämpfen, entführen die Separatisten auf Coruscant Kanzler Palpatine. Als die Droidenarmee mit ihrer Geisel flieht, organisieren Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker eine waghalsige Befreiungsaktion, um den Kanzler zu retten. So, da sehen wir auch schon unsere beiden Jedi-Jäger. Und in der Cutscene ist natürlich wieder Musik. Okay, die Steuerung ist genau umgedreht. Da haben wir auch schon das erste Minikit. Das ist auch lustig, wie wir auf unseren eigenen Star Destroyer oder republikanisches Schiff, besser gesagt, schießen können. Hier müssen wir ganz schnell hier alles zerstören. Aber kriegen wir hin, wie ihr seht. Mal gucken, vielleicht, aber auch nur vielleicht, schaffen wir es sogar in diesem Level ja die 100% zu erreichen, gleich im ersten Versuch. Ich bin dabei, es zu versuchen. Ich weiß ja nicht, wie ihr es findet, aber ich würde es feiern, wenn wir es schaffen sollten. So, wir haben auch schon 5 Minikits. Und 31.000, ich habe keine Ahnung, warum ich so viele Sachen angeblich zerstört habe. Ah, jetzt weiß ich's. Okay, hier ist eins ganz fies versteckt. Natürlich bleibt auch weiter die No-Death-Challenge. Wie sollte es auch anders sein? Und wie ihr seht, es läuft bis jetzt sehr gut. Ich glaube, wir haben 5 Minikits oder so. Wir können es gleich überprüfen. Wir haben sogar 7. Wow. Okay, 7 Minikits. Jetzt fehlt nur noch der rote Stein und... Auch hier wird es so sein. Hier drin ist eins, das weiß ich noch. Und das kriegen wir natürlich auch, weil hier ist gerade wirklich alles möglich. Ich weiß nur nicht. Ja, okay, eigentlich gibt es hier gar keine Möglichkeit, irgendwie einen separaten Weg. Weil, ganz ehrlich, das Schiff steuert sich gerade mehr oder weniger alleine und ich bin nur der Typ, der ein bisschen macht. Und wir haben den roten Stein, super. Und wir sind gestorben. Mit Wilhelm Scream natürlich. Scream natürlich. Das ist auch schon Minikit Nummer 9. Ein Minikit noch und wir schaffen tatsächlich
die 100% in diesem Level. Mal gucken. Da unten ist es. Ja, wir schaffen die 100% im ersten Versuch. Das heißt, dieses wird später nicht mehr so. Ja, gespielt, weil wir es ja jetzt schon zu 100% schaffen. Perfekt wäre es gewesen, hätten wir auch keinen einzigen Tod gehabt. Und wir müssen das Level tatsächlich doch nochmal spielen, sehe ich gerade, weil wir müssen nochmal Vater Jedi werden. Okay, wir haben das Level, wie ihr seht, abgeschlossen. Intelligente Fahrzeugbomben gekriegt. Ich weiß nicht, was der Stein bringt. Wir kriegen den Jedi Starfighter in Gelb und in Rot. Ich bin vielleicht lost, aber was hatten wir gerade für eine Farbe? Wir kriegen ein paar Steine. So, Minikit. Ah, dieses Schiff kenne ich irgendwo, ja. Wieder ein goldener Stein. Fürs Level den goldenen. Und fürs Minikit den goldenen. Wir haben schon 1460. Ja, und damit war es auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben tatsächlich die 100% erreicht, theoretisch. Fast. Okay, fast. Uns fehlt leider das Vader Jedi, aber egal. Wir sehen uns im nächsten Level wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin haltet schön den Ball flach.